Guck mal hier die Lampe. Ich mir jetzt mal einen Kopf an. Alles raus aus dem Fenster. Das wär's jetzt hier, ne? Ja, aber muss ich ehrlich sagen, habe ich einen guten Ersatz gefunden mit der Erdnussbutter. Wirklich? Das ist nicht so, ich habe da immer Heißhunger nochmal drauf. Aber da überhaupt nicht. Ich habe eher so Bock auf mal, weißt du auf was? Auf einen Hamburger? Nein, Hamburger, aber schön diese, nicht von McDonald's. Nicht die von Charo, ne? Nicht die von Charo. Nicht Stefan, der war ja schlecht, das haben wir ja viele gesagt. Schön Hamburger mit schön Speck drauf, aber Rinderspeck. Da habe ich Bock drauf. Schön knusprig gebraten. Ja. Aber das werden wir am Freitag essen dann. Kannst du dir überhaupt erlauben, die so zu löffeln? Ja, ja. So, aber ist ja nur, guck mal, nur fürs Mäulchen, wie der Tommy sagt. Ja, das summiert sich, ne? Wenn du 30 davon nimmst, bist du schon mal 8. Das schmeckt so wohl. Du liebst halt wirklich diese Erdnussbutter. Und es ist auch wirklich halt ultra gut integrierbar in die Diät. Ne? Es so macht halt, denke ich, vieles für dich ertragbarer. So ist es. Seht ihr, die sind auch da. Beste vom Besten. Damit schmeckt es einfach brutal. Nährstoffe sind halt brutal, ne? Ja. Ihr wisst ja, mit dem Rabattcode Ekelin gibt es mindestens 10% auf alles. Und vergesst nicht, Erdnussbutter zu kaufen. Und vergesst auch nicht, bis zum 4.6. gibt es 20% auf alles. So. Ja. Langsam gefällt es mir. Was ich gar nicht ab kann. So ekelhaften Deutschrap. Richtig, genau. Ja. So ein richtig ekelhafter Deutschrap. Boah, nee. Ich mag so alte Musik, Oldschool, Hip-Hop. Und was ist jetzt unsere Mission hier in der Tiefgarage? Auf Tiefgarage, wir holen jetzt minus 3. Wir gehen auf minus, ja genau, minus 3. Wir holen das andere Auto, weil er wird abgeholt. Wo hast du denn fahren gelernt, dass du so erhabene Autokünste hast? Ich war ja früher Kartfahrer. Ungefähr. Hey, sag, guck mal, ich schick dir jetzt einen Flieger rüber. Oh, was denkst du, was ich im Sommer verdiene? Kreuz oder was? Was gibt's hier für Probleme? Keine Ahnung, Alter. Kuhpark Serviceleitstelle? Ja, hallo, ich bin vom Kuhpark, aber irgendwie geht's nicht beim zum Rausfahren. Bitteschön. Danke. So leicht funktioniert das. Wieder ausgetrickst, hä? Da kam schon die Karma. Da kam Karma schon zurück, scheiße. Alles gut, mein Lieber, bei dir? Gut, ja. Hast du Zeit? Super, ja, ich hab Zeit. Ich komme, ich bin sofort da. Okay, Bruder, ich warte. Ciao, ciao. Ciao. So läuft das. Fatih redet so liebevoll, ne? Als ob. Ja, das ist ja. Romantisch auch. Er ist ja, ein Romantiker. Servus, guten Servus. Tag. Schön, schon wieder hier. Sehen, ja. Servus, Fatih, endlich wieder. Du hast wieder. Einen Monat lang hast du mich gefragt, wann wieder Vlog, ja, wann ja. Bin ich wieder zu sehen. Endlich. Heute ist der Tag. Ja. Heute ist der Tag. Herzlich willkommen. Habibi, dieser Mann hat endlich aufgehört zu rauchen. Nee, mehr. Nach 15 Jahren hat er aufgehört zu rauchen. Aber nicht mehr. Und jetzt, wie ist jetzt? Jetzt alles sehr gut. Ja? Was ist Tag besser? Hat. Was ist besser? Gut schlafen. Ja? Jeden Tag eine Stunde. Ja. Sex auch? Alles Sex ja. Auch, natürlich. Fatih, kommst du auch zum Kampf? Na klar, Mann, klar. Ja? Das ist meine Bürgerkämpfe, man muss. Fatih, du weißt, mit dieser Haarschnitt, er geht kämpfen, ne? Das muss schön sein jetzt, ne? Das ist der Siegerschnitt. Siegerschnitt, Eckerin-Schnitt. Eckerin-Schnitt. Hier gibt es 1% auf alles. Beim Fatih Haarschneiden. 10% geht na, auch. Ja, auch? Für dich alles. Okay, 10%. Ihr habt es gehört, mal gucken. Mit aber dem Rabattcode. Mit dem Rabattcode Eckerin. Ja, mit dem Rabattcode Eckerin, bitte. Und was hat Fatih davon? Ja, gar nichts, wie immer. Bitte kommt eine Woche, habt ihr 10%. Okay, Fatih? Okay. Aber nur eine Woche, ja? Eieieiei, Maschallah. Aber nicht nochmal. Finanzamt einmal überprüfen. Fatih, was sagst du dazu, dass Ali aufgehört hat zu rauchen? Besser, der hat 2 Kinder. Hast du aufgehört, ja? 30 Kilo abgenommen. Ja? 13 Kilo hat er gesagt, behauptet. Okay, 3 würde ich sagen, aber nicht 13. Zeig 3, mal einmal Bauch. 83, jetzt 3. 10 Kilo. Zeig mal einmal. Aber normal, wenn man aufhört zu rauchen. Wenn man aufhört zu rauchen, ist es doch normal, dass man zunimmt. Eigentlich ja, ne? Normalerweise, andersrum. Das ist richtig ein Lied. Richtig verarscht. Warte, wie läuft mit Frauen? Frauen? Ich hab auch aufgehört. Kein Frau mehr. Heute erstaunlich souverän. Keine Anzeichen von Schmerz. Kriegszeiten sind wir. Gibt keinen Schmerz. Champion bleibt immer Champion. Die einzige Möglichkeit, wie der Gegner Samstag gewinnt, ist, wenn er den Faden mitnimmt im Ring. Nicht mal das.
So, dieser Mann ist unser Held. In der bunten Dschungelwelt ist der Josef immer da für euch. Grüß euch mal. Servus hier vor dem... Goldene Schere? Entschuldigung. Vor der goldenen Schere. Grüß dich mal. Würde hier gerne mal präsentieren meine 14 Kopfstand-Varianten. Das ist ja abgefahren. Dann Spagat. Wie schön. Abgefallen. Das sind zwei. Da fehlen noch 11. Dann im Damenspagat. Verrückt. Dann das X. Abgefahren. Dann der Yoga-Sitz. Ist ein bisschen ein Highlight. Ja. Unter den anderen Highlights natürlich. Dann der Radlfahrer. Ja. Ja. Dann der Handyklatscher. Und der Frosch. One Spirit! Jawohl! Champion? Yes! Champion! 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 Guck mal hier! Terminator! Terminator! Kann man auch erwarten nach 15 Jahren? Wo begleitet uns jetzt Fatih? Wir gehen eine Waage kaufen, wir müssen Salz gucken, weißt du? Ja! Ja! Wo warst du das letzte Mal in dem Rossmann? Oh, das ist nicht so lange. Schon ganz schön lange. Aber von wann? Weißt du, wo sieht man das? Ja. 4 Tickets für Fadi. Tamam. Nils, du kannst dich erinnern, bitte. I love you. Ciao, bitte. Tschüss. So, jetzt? Tausch und Grillen. Was machst du da? Ein bisschen Süßigkeiten. Das ist natürlich einzige Scheiße Glasflaschen, ne, im Training. Frag mich nicht, dass du zittrige Hände bekommen hast. Das ist das einzige Tragische, was ich jetzt gerade sehe, dass ich deine Flasche jetzt zum Training nehme. Nein, das ist für mich tragisch. Ja, das ist falsch. Ja. Fühlt sich sehr gut, ne? Ja. He's in shape, man. He's ready to go. Time to execute the hard work. Yes, so this is the present. And the fans in the hometown, Frankfurt, Germany. International. The another level of the fight game. Be prepared or you get damaged. Wie, wo nutzen wir jetzt? Die zwei Treppenstufen waren. Du hast mich doch gezwungen, hier mitzufahren. Christian hat dich verführt. Christian wollte Treppe laufen. Du hast gesagt, lass Aufzug fahren, meine Beine sind zu schwach. Du bist ein richtiger Schwarzmaler geworden. Du hast halt 7 Einheiten gemacht in 2 Stunden. Hab ich wirklich 3. So, für viele auch ein sehr interessantes Thema, Ernährung. Du bist jetzt in der Fight Week. Wie viel Gewicht musst du verlieren und wie sieht dein Ernährungsplan für die Fight Week aus? Ich habe noch zwischen 6 und 7 Kilo zu verlieren bis Freitag, also noch 2 Tage. Wie ihr jetzt eingeblendet seht, ist mein Ernährungsplan für die letzte Woche, für die Fight Week. Jeder Tag genau abgestimmt mit Salz, Wasser. Das leider Wasser ist jetzt nicht da drauf, aber... Wie viel heute? Heute sind es 4 Liter, also Sonntag waren es 10 Liter. Montag 10, Dienstag 8, heute 4. Ja, mit dem Salz halt in Verbindung. Fällt dir das schwer, so ein Volumen an Flüssigkeit am Tag zu trinken? Nee. 10 Liter ist schon doll, ne, eigentlich? 10 Liter ist schon doll, aber wenn du Hunger hast, ist es geiler zu trinken dann, weißt du? Aber im Normalfall, wenn ich normal esse und so, dann ist es für mich richtig schwer. Jetzt mal ganz ehrlich, natürlich, du bist durch und durch Athlet. Ich glaube, Disziplin ist dir auch kein Fremdwort. Nichtsdestotrotz, ich glaube, eine Diät ist trotzdem immer noch hart und anstrengend und zerrt einfach. Wie war das jetzt dieses Mal für dich? Ich meine, du bist ja auch jemand, man scheut ja auch keine Kosten und Mühen, holt sich da natürlich gutes Essen, gute Ratschläge, hat natürlich eine Frau, die da im Hintergrund einen unterstützt, aber nichtsdestotrotz, es ist trotzdem scheiße, ne? Egal wie, da kannst du so viel gutes Essen
Also von der Qualität her. Aber irgendwann, wenn es wirklich in diese heiße Phase geht, sage ich mal, das ist das Einzige, was mich eigentlich nur abfuckt an dem ganzen Ding. Aber das gehört auch dazu. Da muss man einfach diszipliniert bleiben, was da manchmal schwerfällt, natürlich. Mhm. Aber ich muss dazu sagen, jetzt kämpfe ich natürlich auch zu Hause. Zu Hause sind die Gegebenheiten da, ne? Da weißt du, wo es was zu naschen gibt. Ja, wenn du im Ausland gehst, ist was anderes, ist so. Allein nur, wenn ich in Düsseldorf trainieren gehe, muss ich schnell an der Minibar vorbei oder unten am Hotel. Aber hier ist es anders, ne? Dann weiß ich, ja komm, eine Naschkatze, einmal kann man naschen, so weißt du. Aber im Grunde hat es bis jetzt immer funktioniert und von daher. Diät jetzt auch mal außerhalb vom Kampfgeschehen betrachtet, was hat das mit dir körperlich gemacht? Wie ist dein Geist gestimmt? Wie ist der Körper gestimmt? Eine Diät, ich rede jetzt von einer Diät über 2600, 2800 Kalorien, wo einigermaßen, wo du okay ist, ne, mit dem Training und so. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich schlafe besser, ich stehe früher auf, ich komme besser aus dem Bett. So, das allgemeine Gefühl ist zehnmal besser, du bist nicht so abgeschlagen und so. Energielevel über den Tag ist auch ein bisschen besser, ne? Du hast, glaube ich, keine Einbrüche. Gar nicht. Okay, gut, ich glaube, da haben wir Fight Week gut erklärt. Wenn jetzt jemand noch Fragen hat, die man nicht behandelt hat, dann kann man das gerne nochmal in die Kommentare schreiben, denke ich. Yes. Und dann können wir nochmal drauf eingehen. Yes. So, das war's für heute. Ja. Wir sehen uns morgen wieder. Genau, für heute war's das. Wir haben nur eine Trainingseinheit. Es ist ja nur noch Feinschliff, die Messerwetzen für Samstag. Ja. Wir haben 2 Tage bis zur Waage, 3 Tage bis zum Kampf. Morgen haben wir das Abschlusstraining mit Coach Quali. Auch nochmal so wie heute ungefähr, dass wir schön schwitzen. Dann ist nur noch das Gewicht machen an der Tagesordnung. Und am Samstag fliegen die Fäuste. Dann gewinnen Pizza, Bier. Sowieso. Und vergesst nicht, der Kampf wird live übertragen bei Bild. Könnt ihr euch ein Abo gönnen. Und sichern für 3,99 €. Das ist ja wenig Geld. Ja, deswegen sage ich ja. Und ist jederzeit kündbar. Das also, ist ja auch Bild Plus. Das ist ja Wahnsinn, was wir alle da drauf. Kilian, du weißt Bescheid. Nur die Flocken zählen.